Minimalismus. Ich möchte nicht über minimalistische Kunst, Kleidung oder Dekoration reden. In diesem Video wird es um einen Lebensstil gehen, der in meinem Leben das eine oder andere geändert hat. Um herauszufinden, was Minimalismus denn wirklich ist, will ich fürs Erste klarstellen, was es nicht ist. Es geht nicht darum, möglichst wenig Dinge zu besitzen. Es hat nicht derjenige gewonnen, der am meisten ausgemistet hat. Und man kann auch immer noch glücklich werden, wenn man mehr als 100 Dinge besitzt. Viele Menschen sagen, sie sind keine Minimalisten, weil sie so viele Bücher besitzen oder andere Dinge besitzen, die viele Menschen nicht haben. Es geht im Minimalismus aber eher darum, nur zu besitzen, was man wirklich braucht bzw. einen wirklich glücklich macht. Ein Gegenstand, der seit Jahren in deinem Schrank liegt, macht dich einfach nicht glücklich. Daher macht es die meisten Menschen glücklich, ihre Dinge zu minimieren, weil die meisten Menschen schlicht zu viel besitzen. Es gibt Menschen, die radikal minimalistisch leben und mit sehr wenig auskommen. Aber jeder muss für sich selbst entscheiden, wie viel man braucht, um glücklich zu sein. Es macht einen vielleicht sogar unglücklich, Dinge zu besitzen, die man nicht braucht. Und in solchen Situationen sollte man wirklich überlegen, ob man diese Gegenstände wirklich in seinem Leben behalten will. Man sollte nicht alle Gegenstände, aber sogar Menschen an seinem Leben teilhaben lassen. Das klingt vielleicht hart gesagt, aber es gibt nun mal Menschen, die sich gegenseitig nicht gut tun, aber sie bleiben aus verschiedenen Gründen beisammen. Viele sprechen da auch von toxischen Beziehungen bzw. von toxischen Menschen. Aber ich finde, das klingt sehr abwertend, weil meiner Meinung nach kein Mensch per se toxisch ist. Manche Menschen harmonieren einfach nicht so gut miteinander. Ein Aspekt des Minimalismus, der oftmals außer Acht gelassen wird, ist der digitale Bereich. Die meisten Menschen haben einen kleinen Computer den ganzen Tag in ihrer Reichweite, wenn nicht sogar die meiste Zeit in ihrer Hand. Diese Smartphones unter anderem sind oftmals aber so voll mit verschiedenen Möglichkeiten, dass wir schnell den Überblick verlieren können. Es gibt also mehrere Methoden, sein Smartphone auszumisten. Und Matt Diavella hat ein praktisches Video dazu gemacht, welches auch unten in der Videobeschreibung zu finden ist. Viele Menschen nutzen Besitz als Statussymbole. Dabei wäre es doch so viel schöner, aufgrund seines Charakters als dem Besitz gemocht zu werden. Wenn man Erfolg in seinem Leben nicht selbst definiert, werden es andere für einen tun. Die Medien vermitteln uns grundsätzlich das Gefühl, dass Konsum der Weg zum Glück ist und man ist erfolgreich, wenn man viel Geld, ein teures Auto oder ein großes Haus hat. Du kannst für dich selbst entscheiden, was Erfolg wirklich ist. Wenn es Erfolg für dich ist, ein teures Auto zu haben, dann verfolge bitte und lebe diesen Traum. Aber tu das niemals für jemand anderen. Für mich bedeutet Erfolg, die Dinge zu tun, die ich schon immer machen wollte. Noch vor einem Jahr wollte ich unbedingt Musik, Videos und Kunst machen, aber habe mich immer davor gedrückt. Für mich ist es Erfolg, dieses Video auf YouTube zu sehen. Wenn es von vielen Menschen gesehen wird, ist das natürlich fantastisch, aber in erster Linie mache ich diese Videos, um mich selbst zu entfalten. Ich bin jetzt stark vom Thema abgedriftet. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir, wenn wir weniger besitzen, also wirklich nur das, was wir brauchen, haben wir schlicht und ergreifend einfach mehr Zeit. Mehr Zeit, die man mit seinen Freunden und der Familie teilen kann. Mehr Zeit, um ein neues Hobby für sich zu entdecken. Und daher macht dieser Lifestyle viele Menschen auch wirklich glücklich. Es ist nicht das Eliminieren von Gegenständen aus seinem Leben, das einem so glücklich macht, sondern die positiven Aspekte, die damit daherkommen. Wenn man etwas aus seinem Leben entfernt, einfach um weniger zu besitzen, obwohl es etwas gewesen wäre, das einem viel bedeutet hat, dann hat man schlicht und ergreifend etwas falsch gemacht. Man ist mit dem Minimalismus nämlich zu weit gegangen. Im Endeffekt geht es einfach darum, bewusst zu konsumieren und verallgemeinert gesagt bewusst zu leben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und wenn ihr etwas loswerden wollt oder Fragen habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.